Jo, servus. Wie vielleicht für viele andere auch, kam für mich dieses Jahr Weihnachten irgendwie sehr überraschend. Und das hat dazu geführt, dass ich für meine Mutter kein Weihnachtsgeschenk hatte. Und ja, ich dachte mir, irgendwas kaufen ist langweilig und druck dir doch was selber. Du hast ja schließlich einen 3D-Drucker, also mach was selber. Zumal ich das auch irgendwie schöner finde, selbstgemachte Sachen zu verschenken. Also bin ich auf Thingiverse gegangen und habe da so 3D-Tiki-Figuren, Blumentöpfe gefunden und ja, fand die echt super cool. Hab mir dann noch kleine Pflanzen besorgt, so Kaktuspflanzen, und hab die ganzen Sachen dann dreimal ausgedruckt. Drei so kleine Tiki-Figuren und drei Kaktuspflanzen. Ja, und wie das Ganze so abläuft, das zeige ich euch jetzt einfach mal in einem kleinen Zeitraffer. Wir sehen uns gleich wieder. Und wie ihr gesehen habt, das geht eigentlich recht schnell. Wobei ich muss sagen, mir fällt echt auf, der 3D-Druck dauert gar nicht so lange. Das, was im Endeffekt länger dauert, sind die Malarbeiten, also mit der Acrylfarbe die Figuren anzumalen. Das dauert echt lange, wenn man das vernünftig machen will, gerade bei so Kleinteilen. Vielleicht ist es bei größeren Objekten irgendwie einfacher. Allerdings, ja, ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall. Und meine Mutter hat sich sehr gefreut. Gestern war übrigens Weihnachten. Und ja, meine Mutter hat sich sehr darüber gefreut. Ein weiteres Feature, was ich an diesen Figuren noch erwähnen möchte, was mir erst nach dem Ausdrucken aufgefallen ist, dass diese 3D-Figuren so kleine Ass-Cheeks hinten haben, wenn man die Figuren umdreht, und ein kleines Loch in der Mitte, damit da das überschüssige Wasser von den Blumen abläuft, damit die halt nicht überwässern. Also eigentlich ein recht nützliches, aber lustig verpacktes Feature bei diesen Figuren. Für diejenigen, die sich das selber mal ausdrucken wollen, da unten der Link zu Thingiverse. Übrigens, wenn ihr irgendwie so eine 3D-Datei mal ausgedruckt haben möchtet, habt aber keinen 3D-Drucker, ihr könnt euch die über Thingiverse kaufen, diese 3D-Drucke. Ich habe selber noch nicht gemacht, weiß nicht, wie gut das funktioniert, ob das in Deutschland überhaupt schon so gut funktioniert. Könnt ihr mal ausprobieren, und wenn ihr Erfahrungen gemacht habt oder so, schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten, ja, war's das. Lasst gerne ein Like da. In den nächsten Tagen hoffe ich mich, dass ich mich weiter mit meinem kleinen Roboterprojekt auseinandersetzen kann. Dann wird in Kürze auf jeden Fall das Video folgen zu dem kleinen Kampfroboter, den ich plane zu bauen. Es werden wahrscheinlich mehrere Teile werden, weil es doch ein bisschen aufwendiger ist. Und ja, gerade eben bin ich auch noch dabei, nebenbei eine kleine Armbrust zu designen. So ein ganz kleines Ding, was so Plastikkügelchen verschießen soll. Da weiß ich aber noch nicht, wann ich da weiterzukomme und wann ich das Projekt fertig bekomme. Das lasse ich euch dann auf jeden Fall wissen. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich demnächst wieder. Ja, bis dahin und tschüss. With your cats.